So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. So, erstmal hier gucken. Mal kurz, erstmal meine Recordings Ordner aufrufen. So, ja, sieht doch gut aus. Du kommst noch da, du kommst auch noch da. Und dann. Genau. Okay, dann geht's los. So. Level 26. So, wir sind immer noch in dem großen 220er Auftrag drin. Not bad. So, wie sieht es hier aus? Wie ich meine, wir haben 80.000. Das heißt, bald können wir den nächsten zurückzahlen. Wobei auch gleich die nächste Rate kommt. Na, mal schauen. So. Springen wir erstmal rein und dann gucken wir mal, wie viele Kilometer wir noch zu scheffeln haben. Das sind ja, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Oh, 700 Meilen, das schaffen wir in zwei Folgen. Ah, vielleicht drei Folgen. Ready to roll. Wichtigste Musik. Maussteuerung aus der Ferne, also aus der Third-Person-Ansicht, ist immer noch genauso schwierig wie EOD. Das ist ja. Wir fahren noch viel zu schnell. Sollte vielleicht diesen Warnton wieder anmachen, ne? Okay, ich liebe. Wow, machen die da? Oh, schon auf 70 runter und dann.
Oh, well. Oh. Wir hätten ja auch abbiegen müssen. Warum sagt das denn keiner? Woher sollte man schon wissen, dass Turn Right bedeutet, dass man rechts abbiegen muss? So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Autobahn. Easy. Achso, übrigens, das Lied, was letztens, bei der letzten Folge, so schön im Double Punch lief. Das ist irgendwie gar nicht von No Copyright Sounds gewesen, ist mir dann aufgefallen. Das war von AU5, also wenn man es Englisch ausspricht, ansonsten AU5. Gott, wie ist das mal? Irgendwas mit Snow. Ja, keine Ahnung, ob das überhaupt Copyright war. Also Copyright frei war oder nicht. YouTube hat erstmal gesagt, dass es für Verwendung auf YouTube freigegeben ist. Also mache ich mir erstmal keine Sorgen. Aber interessant, dass bei den Playlisten, die ich mir damit rausgefunden hatte, wohl doch nicht alles von der Copyright Sounds war. Oder aber, dass AU5 auch Musik macht, die er extra als No Copyright markiert hat oder so. Oder wo es bekannt ist, dass das auch Musik, die Copyright frei ist, ist. Weil bei dem Video selber in der Beschreibung stand davon erstmal nichts drin. Ich habe dann halt bei dem YouTube Studio bei meinem Video geguckt. Da stehen immer, wenn da drin. Also es gibt ja ein paar Videos, wo Copyright. Also hier, wie heißt das? Also, dass da halt Sachen drin sind, die
durch den Content-Filter da gefallen sind. Und eben, da steht aber dann überall, dass die Autoren dieser Musik halt die Verwendung auf YouTube halt gestatten, so. Und das war halt bei dem Lied jetzt auch. Von daher sehe ich da erstmal kein Problem, aber war interessant zu erfahren. So, dann müssen wir auch bald mal pennen gehen, genau, in 3 Stunden spätestens. In 3 Stunden spätestens. Das sieht ja eher aus nach dem hier. Ja, 2:28. Ich hätte natürlich gerne etwas, was doch ein bisschen direkter an der Autobahn ist, aber das ist hier gar nichts, ne. Gut, dann wäre nämlich die Frage, ob wir den nehmen. Der sieht nämlich so ein bisschen abgewinkelt. Wobei, doch, hier kann man gut. Doch, hier kann man gut pennen. Ja, okay, nevermind. Ich dachte nämlich, vielleicht ist das hier besser. Aber dann nehmen wir doch den hier hinten. Den nach vorne. So. Da sieht das schon aus, als wenn man da gut wenden könnte. Und tanken müssen wir nicht. Tank haben wir mehr als genug, von daher. Sollte das für die 500 Meilen, die wir noch vor uns haben, auf jeden Fall reichen. Mensch, ey. Da halte ich mich ja schon ans Geschwindigkeitslimit und die tuckern hier immer noch alle rum, wie die Bekloppten. Apropos Limit, 65. Jetzt sind wir die rumtuckern, weil wir jetzt mal wieder auf Tempo kommen müssen. Ha! Schweinerei. Ja, 70.
da vorne ist 65. Da hinten ist aber Tiefflieger. 180. Und wieder 70? Was ist hier los, Alter? Hä? Die 80 waren gar nicht für uns, oder? Vorne los. Achso, Baustelle. Sehr gut, wir sind wieder gleich da. Hoffentlich. Ah, da vorne ist er schon. Warum? Der.
So, die war gut aus. Wow, das war schnell hier. Na gut, dann wollen wir mal hier pennen und so. Hallo? Geht doch. Oh nein. Wir haben noch 36 Stunden. Ich sehe leider so nicht, wie viel Zeit wir noch brauchen. Obwohl doch, in hier sehen wir es ja. Ja, wir brauchen noch 7 Stunden. Das heißt, fuck off, wir gehen einfach direkt nochmal pennen. So nehme ich. Da können wir auch locker. Hätte wahrscheinlich schon früh machen können. Aber egal. Ja. Schön ist wieder Tag. Hell. Und kein Regen. Gut, Tag und hell ist das gleiche, aber das muss ja keiner wissen. So. Wieder ein Stück? Nice. Aber diesmal folge ich dem nicht. Außer es ist ein wunderschöner Zug. Wo sind wir nochmal? Oh, da hinten sind Schulbusse. Oh, wie cool. So, ist die Autobahn frei? Überhaupt nicht. Egal, wir haben genug Speed drauf, oder? Aber nicht. Egal, das Reißverschlusssystem. Ist wohl so gedenkt. Von daher. Was ist denn der Zug? Ich sehe gar keinen Zug. Voll illegal.
Gut, na dann. Soll es das auch für diese Folge gewesen sein? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.